Ja, schön. Dann steige ich mal ein. Vielleicht tatsächlich damit, dass ich immer wieder gefragt werde, also was ist meine Motivation, warum mache ich das überhaupt und auch, wie kann man das aushalten? Ich habe eben, also wie kann man aushalten, in der Sterbebegleitung zu arbeiten oder ständig mit sterbenden Menschen zusammen zu sein? Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, dass ich mir im Prinzip für mich gar nichts anderes vorstellen kann. Das hat mehrere Gründe, aber ein wesentlicher ist tatsächlich auch, dass diese Begegnung mit dem Sterben mir letztlich vor Augen führt, dass unser Leben tatsächlich begrenzt ist und dass es endlich ist und dass es nicht weitergeht, wie ich vielleicht manchmal mir wünschen würde. Das heißt, die Auseinandersetzung oder die Begegnung mit den sterbenden Menschen ist letztlich wie so eine ständige Erinnerung von, es wird vorbei sein, es wird vorbei sein. Ich hatte als Kind mal so ein Erlebnis, da saß ich am Küchentisch und habe auf die Uhr geguckt und dann habe ich praktisch immer diesen Sekundenzeiger gesehen, wie der so tack, tick, 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 so immer weitergeht. Und dann habe ich immer gedacht, wieder eine Sekunde weniger zu leben. Wieder eine Sekunde weniger zu leben. Also das war damals, ne? Heute würde ich vielleicht sagen, auch schon wieder eine Sekunde gelebt. Aber diese Auseinandersetzung von Zeit und Vergänglichkeit und Endlichkeit und was ist der Sinn und wofür sind wir da, das ist eigentlich was, was mich, solange ich wirklich denken kann, beschäftigt. Das ist also tatsächlich. Man sagt ja auch, dass wahrscheinlich die Auswahl seiner Arbeit mit der eigenen Biografie und Geschichte auch zu tun hat. Ja, was ich auch noch mag, ist, dass es irgendwie so direkt losgeht. Also es gibt nicht so ein langes Vorspiel, bis ich vielleicht zum Wesentlichen komme und vielleicht komme ich auch nie zum Wesentlichen, sondern es ist irgendwie, ich bin in der Begegnung und dann geht's los mit meistens irgendwelchen existenziellen oder wesentlichen Fragen. Das mag ich auch. Das ist so ein bisschen, was mich ja auch beschäftigt. Genau. Auch, dass ich so den Eindruck habe, ich will das verstehen. Ich will dieses Mysterium Leben und Sterben oder Geburt, Sterben, Tod verstehen. Da bin ich noch nicht wirklich weiter. Also es ist irgendwie, es gibt sozusagen einen Teil in mir, der natürlich weiß, dass es so ist und der das in irgendeiner Form versteht, aber vielleicht kann ich sagen, mein Kopf versteht es, aber mein Bauch oder mein Herz versteht es nicht, was da eigentlich vor sich geht. Ich wundere mich auch immer, wenn Menschen, also wenn ich dann mal wieder bei war und Menschen sterben, dann frage ich mich, also wie geht das? Eben hat die Person noch gelebt und jetzt ist sie tot. Wo ist sie hin überhaupt? Was passiert da eigentlich im Sterben oder auch in diesem Übergang? Und das Gleiche ist eigentlich, ich war bei der Geburt von meinem Patenkind dabei, da war das auch, dass ich dachte, also ich habe das gar nicht verstanden, wie das geht und dass das alles so irgendwie offensichtlich doch sowas wie so einen biologischen Rhythmus hat. Ja. Ich glaube, der Hauptgrund, warum ich das immer noch mache, ist tatsächlich dieses Erinnertwerden an die Endlichkeit. Das ist wie so eine Mahnung, so ein bisschen, also lebe dein Leben. Oder nicht eine Mahnung, vielleicht eher sowas wie eine Aufforderung. Lebe dein Leben. So, das klingt immer so ein bisschen mit. Ja, vielleicht. Also vielleicht eins noch, es ist natürlich ein Unterschied, wenn, also ob ich in die Begleitung gehe und das Ziel ist, dass jemand wieder gesund wird, zum Beispiel im Krankenhaus operiert wird, nach Hause geht und gesund ist, oder ob ich von vornherein anderen Ansatz habe und mein Ansatz eben ist gar nicht, dass ich versuche, dass die Menschen wieder gesund werden, weil sie das ja nicht tun, das ist klar, sondern mir geht es eher darum, dem, was da ist, das irgendwie noch rund zu machen oder daran beteiligt zu sein, dass ich etwas vollziehen kann, wie so ein Leben noch mal rund wird und ganz wird. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann bin ich zufrieden oder glücklich. Mag vielleicht komisch klingen, aber letztlich ist es schon sowas, was auch sehr viel
also mich auch sehr berührt. Und das mag ich sowieso, wenn Dinge oder Menschen mich berühren. Ja, vielleicht erstmal so viel zu, was ist meine Motivation, warum mache ich das immer noch nach so vielen Jahren. Gut, die Frage heute ist ja, was ist wesentlich in der Begleitung? Und das Verrückte ist, dass sozusagen so wie wir, oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber zumindest ist es bei mir so, dass ich ja im Prinzip weiß, dass wir alle sterben. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und dass es trotzdem so einen Anteil gibt, der das nicht versteht oder auch der das gar nicht wahrhaben kann, dass es wirklich so ist. Und manchmal frage ich mich auch, wenn dann zum Beispiel so eine Angst entsteht. Ich finde, das ist auch übrigens sehr unterschiedlich. Ich habe nicht so eine eindeutige Haltung dazu, was dann kommt oder wie ich Sterben finde, sondern es ist eher, ich habe den Eindruck, es ist auch davon abhängig, wie ich selber, also wie es mir selber geht, ob ich mich aufgehoben fühle im Großen und Ganzen und irgendwie angebunden und sehe und fühle mich verbunden, dann kann das auch sowas haben von, es ist alles gut, es ist alles gut, sowas gibt es auch, dass ich das spüre, dass dann alles auch dann gut ist. Und dann gibt es aber auch Tage oder Zeiten, wo das für mich unvorstellbar ist und wo ich irgendwie dann auch ein Stück weit Angst davor habe, wobei ich mich auch frage, ist die Angst wirklich die Angst vor dem Sterben und dem Todsein oder ist die Angst vielleicht sowas wie nicht mein Leben gelebt zu haben? Also, ja, das frage ich mich manchmal, ist, was die Angst, also was es ist, ob es die Angst vor dem Sterben ist oder ob es die Angst ist, mein Leben nicht zu schaffen oder das, was ich gerne mag, irgendwie auch selber habe ich den Eindruck, ich möchte auch erst sterben, bevor ich den Eindruck habe, ich bin so rund. Ich habe aber auch oft das Gefühl, dass immer noch was kommt. Ne? Wir wollen immer noch was und noch was und noch was und denken, wenn wir das haben, sind wir zufrieden und wenn wir das haben, dann ist gut und wenn wir das haben. Und so ein bisschen erlebe ich das im Sterben bei Menschen auch, dass die noch dieses wollen oder jenes wollen und dann immer sagen, also wenn das ist, dann ist okay, dann kann ich gehen. Und dann ist das eingetreten, aber dann kommt das Nächste. Also es ist offensichtlich im Leben und im Sterben so, dass es schwierig ist zu sagen, es ist genug. Also eigentlich gibt es ja dieses, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und trotzdem gibt es ja irgendwie noch so ein, ich will nicht sagen so ein Sog, aber irgendwas, was mich da auch hinzieht zu diesem, es ist angenehm und davon will ich noch mehr. Ja. Oder das Unangenehme möchte ich nicht. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kriegen wir sowas wie so eine neutrale Haltung hin? Eine Kursteilnehmerin sagte mal, sie findet das ganz sinnvoll, sich zu nullen vorher. Das fand ich einen ganz schönen Ausdruck. Das heißt, ich versuche wie in so eine gewisse Neutralität zu kommen, aus der ich dann in die Begegnung und in die Begleitung gehe. Also ich bin eben nicht zu Tode betrübt oder himmelhoch jauchzend, sondern es ist sowas, ich kann mich wie ein Stück zurücknehmen und mich so wie in mich selber reinfallen lassen und da bin ich jetzt. Und das ist sozusagen erstmal so ein neutraler Raum, aus dem heraus ich aufnehme und schaue. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass wir Menschen versuchen zu betrachten, sterbende Menschen, aus meiner Perspektive von, ich werte das nicht, ich beurteile das nicht, ich stelle das nicht in Vergleich zu meinem Leben oder was ich wollte, sondern ich versuche das neutral zu sehen. Und das ist natürlich unter Umständen schwer neutral zu sehen, gerade wenn ich vielleicht mit den Menschen, die sterben, in irgendeiner Form verwandt bin, wenn das eben nicht eine Sterbebegleitung übers Hospiz oder über die Arbeit ist, sondern wenn das wirklich Menschen sind, die mir vertraut sind, mit denen ich über viele Jahre emotional verbunden bin, da setzt nochmal eine ganz andere Sorge ein, Verantwortung mit übernehmen wollen, zu meinen, da habe ich jetzt auch was zu sagen, was zählen soll, ja. Sowas. Ja, ich habe den Eindruck, dass das Thema Sterben
im Großen und Ganzen schon mehr angekommen ist in unserer Gesellschaft, dass es inzwischen genügend Bücher und Filme und Ausstellungen dazu gibt und dass es trotzdem ganz oft immer nur weiterhin über das Sterben der anderen geht und wir das irgendwie immer noch, obwohl es gesellschaftsfähiger geworden ist, immer noch ein Stück weit wie nicht an uns ranlassen. Und vielleicht ist es auch schwer, was an sich ranzulassen, was wir irgendwie noch nie erfahren haben. Also wir sind ja nicht so, dass wir sagen, wir probieren das jetzt mal aus und dann kommen wir wieder und gucken mal, wie es war. Ich habe mich übrigens auch gefragt, wenn ich schon mal gestorben wäre und für heute Abend wiedergekommen, ob ich dann dasselbe erzählen würde, wie wenn ich nicht gestorben wäre. Also das können wir jetzt nicht testen. Aber das ist schon so, dass ich mich manchmal frage, wenn ich Fortbildungen auch gebe, ja, das ist ja alles nur, was ich denke und was ich glaube, was gut ist oder was wesentlich ist. Wenn es gut läuft, kriege ich natürlich ein Feedback und dann gibt es so eine Stimmigkeit und es fühlt sich gut an. Aber letztlich lässt sich das irgendwie nicht überprüfen oder nicht üben oder nicht, ich sterbe einmal und dann weiß ich hinterher, wie das war, als ich begleitet wurde. Und dann sage ich vielleicht genau das Gleiche oder was ganz anderes. Keine Ahnung, würde mich mal interessieren, was wie das wäre. Ja. Gut. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, weil ich den Eindruck habe, dass es zumindest für mich immer einfacher ist, wenn ich nicht nur Sachen höre, sondern auch sehe. Also ich will jetzt nicht eine ewig lange PowerPoint-Präsentation machen, ich habe so 5, 6 Folien erstmal vorbereitet, damit ihr das nebenher lesen könnt und hören könnt, dann ist die Chance, dass es hängen bleibt, ein bisschen größer. Gut, ich hatte oder habe ein Bild von Maria Lasnik als Eingangsbild gewählt. Und ja. Und also ich mag das sehr, weil das heißt vom Tode gezeichnet. Sie ist ja selber inzwischen oder 2014, glaube ich, gestorben. War eine Malerin und hat sich viel mit dem Tod und dem Sterben beschäftigt. Und das hat mich irgendwie gleich so gerissen oder gecatcht. Oder ich weiß nicht, es gibt so Bilder, mit denen kann ich gar nichts anfangen. Dann gibt es Bilder, die lasse ich einen Moment auf mich wirken. Und dann gibt es sowas, da gucke ich einmal hin und denke, das ja ist ja, ja. Also ich will das gar nicht weiter interpretieren, sondern vielleicht ist das, könnt ihr selber gucken, ob und in welcher Form euch das irgendwas mit euch macht oder anspricht. Ja, ich habe es tatsächlich auch ausgewählt, weil es, also der Vortrag heißt ja, was ist wesentlich in der Begleitung von sterbenden Menschen? Ich habe dann gedacht, wir sind ja letztlich auch alle sterbend. Also wo ist sozusagen die Unterscheidung zwischen, also ab wann ist man denn sterbend oder ab wann dürfen wir über Sterbende reden? Deshalb fand ich das ganz schön, weil sie lebte ja noch und hat den Tod praktisch sie selbst zeichnen lassen. Das heißt, das habe ich mich generell auch gefragt, inwiefern ist das, was ich heute erzähle, inwiefern hat es wirklich nur mit sterbenden Menschen zu tun oder nicht auch mit uns? Da kommt wieder die Entscheidung, die Unterscheidung, die zumindest noch nicht wissen, dass sie in den nächsten Wochen oder Monaten sterben. Vielleicht kann man das sagen. Ja. Gut, ja, ein Punkt ist, dass Sterben in Phasen oder wie in einem Prozess passiert. Das heißt, selbst wenn wir gestorben sind, hat man festgestellt, dass die Haare noch weiter wachsen, die Fingernägel noch weiter wachsen. Es ist also nicht gleich Schluss mit dem Körperprozess, sondern da wirkt noch was nach. Ich will es jetzt gar nicht aus dieser buddhistischen Sicht nochmal untersuchen, sondern eher so, ich sage jetzt mal allgemeingültiger, was denn eigentlich passiert. Gehen wir zur nächsten Folie. Ich sagte eben, Sterben ist wie so ein Prozess. Es gibt, wenn euch passiert, es gibt
in den Film. Es gibt auf YouTube so einen Film, die Biologie des Sterbens. Und da wird mal erklärt, was denn eigentlich im Sterben passiert. Und vielleicht erstmal hier diese körperlichen Punkte. Wenn wir das Thema Wahrnehmung angucken bei sterbenden Menschen, also sterbend meint in dem Fall wirklich so ein paar Tage bis Stunden vorher, also schon so direkt davor, dass es praktisch tatsächlich so wie Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstörungen gibt, auch Halluzinationen, dass man gar nicht mehr weiß, sind die Menschen überhaupt da oder wo sind sie, dass es teilweise auch schwer ist, in einen verbalen Austausch zu kommen und teilweise auch so eine körperliche, motorische Unruhe, die Menschen haben. Teilweise sieht man das auch, dass sie tatsächlich in diesem Sterbeprozess sind, weil sie so verfärbte Gliedmaßen haben. Es ist ja so, dass unser Körper im Prinzip in der Lage ist, von Kopf bis Fuß uns mit Sauerstoff zu versorgen. Und wenn der Kreislauf zusammenbricht, das merkt man auch, wenn man ohnmächtig wird zum Beispiel, dann wird man ganz blass. Das heißt, der Körper braucht das Blut und den Sauerstoff, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten und um den Kopf, das Gehirn noch durchbluten zu lassen und alles andere fernab von Gehirn und Herzkreislauf wird praktisch das Blut abgezogen, was dann dazu führt, dass die Hände und Füße, also die Gliedmaßen, kalt werden und sich verfärben. Oft schwitzen die Menschen noch, haben so einen ziemlich flachen Puls, den man kaum noch spüren kann. Und was auch oft ist, dass Menschen eine flache Atmung haben oder immer wie Atempausen oder Atemaussetzer, dass man sich fragt, kommt jetzt noch ein Atemzug oder war das jetzt schon der letzte Atemzug? Und was hier noch steht, Rasselatmung, das finde ich nochmal wesentlich. Also wer das kennt, wird sich erinnern, das ist praktisch, normalerweise atmen wir ja und bilden auch Schleim. Und die Menschen im Sterben, die liegen im Bett und haben meistens den Mund offen. Das heißt, der wird ziemlich trocken, der Mund. Und es besteht nicht mehr, die Muskeln schaffen das nicht mehr und der Körper schafft es nicht mehr ab, also praktisch den Schleim runterzuschlucken. Also das, was wir ständig nebenbei unbemerkt machen, dass wenn wir Speichelfluss haben, dann schlucken wir einfach und dann ist es unten. Und das ist das, was nicht mehr funktioniert bei sterbenden Menschen. Deshalb sammelt sich dann die Flüssigkeit im Hals, Nasen, also Hals, Rachenraum eigentlich. Und dann hört sich es wirklich also ziemlich krass irgendwie an, weil es so röchelt. Und man weiß aber inzwischen, dass das praktisch für die sterbenden Menschen nicht problematisch oder schmerzhaft ist, sondern dass das eher eine Herausforderung ist für die Angehörigen, die das mit anhören müssen. Ja, genau, mir war wichtig, was ist wesentlich, da war mir wichtig, also ein Punkt, der mir wesentlich ist, ist tatsächlich auch aufzuklären und zu informieren. Das finde ich einen wichtigen Schritt, damit Angehörige wissen, was geht denn da eigentlich vor sich im Sterben, damit es auch einzuordnen ist. Denn sonst habe ich das schon öfter erlebt, dass sie zum Beispiel gerade bei dieser Rasselatmung dachten, das klingt ja furchtbar, ich muss was tun. Und dann zum Beispiel die Feuerwehr gerufen haben und die ist dann gekommen, hat die Menschen mitgenommen und dann sind sie praktisch auf dem Weg ins Krankenhaus oder im Krankenhaus verstorben. Und sie sagen, Mensch, wenn ich das gewusst hätte, dass das in den letzten 24 oder 48 Stunden dazugehört, dann hätte ich das ganz anders integriert. So, deshalb zeige ich praktisch jetzt auch nochmal ein paar Folien. Ja, wir haben einmal das Thema Wahrnehmung, dann das Thema Kreislauf. Der dritte Punkt ist das Thema Verhalten, also wie Menschen praktisch sind am Lebensende in den letzten Tagen, dass sie tatsächlich sehr müde sind, ihnen auch alles zu viel ist und sie sich auch ein Stück weit zurückziehen. Man könnte auch den Eindruck haben, dass sie teilnahmslos sind im Sinne von, es ist mir jetzt eigentlich egal, was da draußen passiert, weil ich bin irgendwie mit mir beschäftigt. Ja, das Thema Essen und Trinken ist nochmal ein extra Punkt, auf den ich nochmal eingehen will. Und auch, das kennen wir ja, wenn wir krank sind oder wenn es uns vielleicht nicht gut ist, dass wir dann auch überhaupt keinen Appetit haben und keine Lust haben zu essen oder zu trinken.
Gut, das vielleicht erstmal zu diesem Körperlichen. Dann haben wir hier eine Folie zum Thema Essen und Trinken nochmal. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Das ist nämlich das, was immer wieder zu Diskussionen führt. Du musst doch essen und trinken, dann lebst du sozusagen und lebst auch weiter. Und oft ist ja das Thema Essen und Trinken oder Kochen oder Zusammenessen auch irgendwas, was so Verbindung schafft innerhalb der Beziehung, dass das tatsächlich auch was ausmacht. Und wichtig ist eben zu wissen, dass Menschen, die im Sterbeprozess sind, eben, ja, ich habe es ja eben gesagt, der Kreislauf fährt runter. Das heißt, der Körper verbraucht viel weniger Energie und selbst wenn wir ihm was zuführen würden, führt es oft dazu, dass das dann eingelagert wird und eine zusätzliche Belastung ist im Körper. Das heißt, es ist nochmal wichtig auch zu wissen, dass wenn jemand nicht mehr essen und trinken will, dann könnte das praktisch ein erstes Anzeichen sein, dass die Person dann auf dem Weg ist zu sterben. Ja. Ich sagte ja eben schon, dass viele sterbende Menschen den Mund offen haben. Ihr könntet das ausprobieren, wenn ihr 2 Minuten durch den Mund atmet, dass ihr schon merkt, wie der ganz trocken wird. Und wenn der Mund trocken wird, dann kriegen wir Durst und müssen was trinken. Und deshalb ist es halt wichtig, dass wir bei Menschen, die im Sterben liegen und die den Mund immer offen haben, sowas wie Mundpflege machen. Das heißt, es gibt so Mundpflegestäbchen, mit denen man nochmal die Lippen anfeuchten kann und richtig die Zunge und den Mundraum auch. Ja, und der letzte Punkt ist vielleicht auch nochmal wichtig, der fasst das so ein bisschen zusammen. Der Mensch stirbt nicht, weil er nicht isst und trinkt, sondern er hört auf zu essen und zu trinken, weil er stirbt. Und das ist sozusagen das, was wo die Angehörigen oft ein Thema mit haben, er muss doch oder sie muss doch essen und trinken, sonst stirbt sie. Und dann auch zu sehen, sie hört auf zu essen und zu trinken, weil sie stirbt. Und in dem Punkt finde ich es auch nochmal wichtig, die Menschen eben aufzuklären und das auch zu sagen. Und letztlich auch diese Sorge dahinter zu hören. Ich möchte gern für meinen Angehörigen was Gutes tun. Und das ist normalerweise Essen und Trinken gewesen. Ist es aber nicht mehr. Und dann die Frage, was könnte es dann sonst sein? Das heißt, was ist wesentlich? Da würde ich auch sagen, auf jeden Fall die Sorge zu verstehen oder zu hören in all diesen Sätzen. Letztlich können wir immer davon ausgehen, dass die Angehörigen das Beste wollen für den Sterbenden. Und dann halt zu gucken, was ist das Beste? Und das so zusammen auch rauszufinden und auch zu sagen, von dem sie vielleicht denken, was das Beste ist, aber es ist dann in dem Fall nicht das Beste. Also ich glaube, der Hauptpunkt mir ist hier, dass wir das als Sorge verstehen und im Sinne von, da sorgt sich jemand auch zusammen gucken und die Sorge ernst nehmen. Und dann fühlen sich Menschen vielleicht auch eher gesehen und verstanden und können dann ein Stück weit auch, ich sage jetzt mal, ablassen von dieser Vorstellung, es muss aber was gegessen und getrunken werden, weil das ist das, was das Leben noch aufrechterhält. Ihr kennt wahrscheinlich alle schon oder spätestens jetzt gehe ich noch mal kurz ein auf Sterben ist ein Prozess in Phasen. Das eine war jetzt körperlich, das andere ist eher geistig. Elisabeth Kübler-Ross hat die Sterbephasen sozusagen erfunden. Sie hat ganz viele Menschen Ende der 60er Jahre interviewt, sterbende Menschen, und hat praktisch gefragt, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt. Es gibt ja auch Interviews, die sie aufgeschrieben hat. Und sie hat bestimmte Phasen praktisch rausgefunden. Es gibt Menschen, die sagen, das ist schon überaltert oder nicht mehr aktuell. Ich bin immer noch ein Fan davon, weil das was ist, was ich tatsächlich in der Begegnung mit den sterbenden Menschen auch erlebe. Und Elisabeth Kübler-Ross war ja letztlich mit Cicely Saunders, von ihr war dieses Eingangszitat, so die Pionierin der Hospizarbeit und die das Thema Sterben, Sterbebegleitung auch mehr auf den Tisch gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass es
gesellschaftsfähiger ist und auch, dass Hospize zum Beispiel errichtet werden. Ein Punkt bei diesen Sterbephasen ist mir, dass wir jetzt nicht davon ausgehen, es ist 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist es in so einer Reihenfolge, wie ich gehe die Treppe runter und wenn ich angekommen bin, habe ich mein Sterben akzeptiert, sondern es geht eher darum, dass die sich immer wieder wie, also erstens müssen nicht alle Menschen in jede Phase kommen, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Und das andere ist, das ist wie so ein wellenförmiger Verlauf. Also es ist jetzt nicht linienförmig, sondern eher so, je nachdem gibt es auch immer wieder Ambivalenzen. Und dann kann sozusagen eine Phase, die es schon mal gab, auch wieder auftauchen. Ja, das ist mir wichtig, dass ihr das mitnehmt, dass es nicht so stromlinienförmig ist, sondern tatsächlich eher so im Raum sich gestaltet. Und das eine ist dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass es zum Beispiel eine Diagnose gibt, wo die hinführen wird und ist auch oft bei den Menschen sowas, sie fühlen sich nicht verbunden mit den anderen und stehen so ein bisschen alleine damit da, weil die anderen, die Außenstehenden, also bei denen kommt es leichter an. Wenn jemand erzählt, ich habe Krebs, dann ist es sozusagen für die Außenstehenden ein Stück weit leichter, das an sich rankommen zu lassen, weil es sie eben nicht selbst betrifft. Aber auch da, denke ich, gibt es sowas und sowas, dass es auch dann wieder schwerer vorstellbar ist, dass es jetzt wirklich so sein soll. Und hier ist ein wichtiger Punkt, dass wir praktisch sie nicht dazu drängen, das unbedingt jetzt wahrhaben zu müssen, dass wir jetzt nicht mit dem Holzhammer sagen, du musst das doch aber jetzt annehmen und verstehen und realisiere das doch mal, dass es wirklich so ist, sondern es ist eher so, es ist okay, wenn das seine Zeit braucht, bis es ankommt. Und hier steht hinterhergehen, das heißt, ich gehe nicht vor und sage immer wieder, was kommt, sondern ich kann wie daneben laufen oder hinterhergehen. Ich bin praktisch in meinem Tempo und von den Themen her bleibe ich bei der Person, also bei der sterbenden Person oder bei der schwerkranken Person. Was denn oft folgt, ist, wird gesagt, Zorn, Wut, Aggression. Das ist oder kann relativ heftig sein, weil das oft die Angehörigen abkriegen und die sind ja eigentlich die, die sich am meisten kümmern und aufopfern und die sagen dann, ich kann kaum noch schlafen, ich mache total viel und dann werde ich auch noch angeschrien oder irgendwie angebrüllt oder was auch immer. Das ist tatsächlich so, ich glaube, so funktionieren ja auch Beziehungen. Ne? Nach außen hin können wir uns irgendwie immer noch von unserer besten Seite zeigen und wenn es dann ans Eingemachte geht oder wenn man in der Gruppe unterwegs ist, sagt man ja auch so nach 3, 4 Tagen, kommt das wahre Wesen zum Vorschein. Also bei diesem Zorn, Wut, Aggression ist es tatsächlich so, dass es sinnvoll ist, wenn da Fragen kommen, dass wir denen nicht aus dem Weg gehen, dass wir uns den Sterbenden, also den Fragen von den sterbenden Menschen auch stellen. Ganz oft kommt die Frage, wieso ich? Also wieso nicht jemand anders? Wieso nicht Putin oder wer auch immer? Warum muss ich jetzt sterben? Oft ist ja auch so die Frage von Schuld, was habe ich getan, habe ich überhaupt irgendeine Beteiligung daran? Und für die Begleitenden ist es ganz sinnvoll und wichtig, diese Aggression oder den Zorn nicht unbedingt persönlich zu nehmen, sondern das ist halt eine Möglichkeit der Verarbeitung, die geht mit einher, aber ist nicht wirklich auf mich gemünzt in der Regel. Und was wichtig ist, ich sage mal so, das kennt man ja auch von kleinen Kindern, letztlich ist Aufmerksamkeit, Zuwendung eben auch hilfreich und zeigen, ich sehe dich und wir gucken jetzt, was du brauchst. Ja. Das waren jetzt diese 2 Phasen, dann haben wir die anderen 3 noch, es sind ja insgesamt 5. Die heißt verhandeln oder auch den Versuch, Aufschub zu bekommen. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir sozusagen, wenn irgendwas funktioniert, dass wir dann noch mehr wollen und wenn wir das haben, aber noch das wollen. Und hier ist auch nochmal wichtig bei diesem Verhandeln, dass wir also jetzt nicht
jemanden die Hoffnung nehmen, aber auch keine falschen Hoffnungen wecken in dem, was wir sagen. Und ein wichtiger Punkt ist sicherlich immer das Zuhören und Nachfragen. Ja. Dann haben wir das Thema Depression oder Trauer. Das ist eigentlich eine Zeit, die Menschen teilweise auch mit sich selber ausmachen müssen. Also natürlich geht es darum, die Menschen nicht unbedingt allein zu lassen, aber es ist dann doch eher dieser Rückzug und dieses Lass mich in Ruhe und das Außen soll so ein bisschen draußen bleiben und ich brauche wie so ein bisschen Zeit, um mich mit dem irgendwie anzufreunden oder zu arrangieren, was denn jetzt die neue Realität ist. Und in jedem Fall ist es auch sowas wie die Trauer um eigenen bevorstehenden Tod. Oder die Menschen kriegen ja schon mit, was sie alles nicht mehr können und kriegen ihre eigenen, ich sag mal, Defizite, was ihnen fehlt, um noch am Leben lebendig teilnehmen zu können, dass das nicht mehr da ist. Ja, und dann kann es sowas geben wie Akzeptanz oder das Schicksal annehmen. Das ist nicht immer so. Ich muss sagen, als Begleitende finde ich das tatsächlich einfacher, wenn ich mitbekomme, dass Menschen ihren eigenen Tod letztlich doch akzeptieren oder ihr Schicksal annehmen. Und das fühlt sich dann irgendwie runder an oder da gibt es nicht mehr so viel Verhandeln, was so Kraft braucht oder was Diskussionen braucht, sondern da habe ich den Eindruck, es ist schön, auch bei jemandem zu sein. Die strahlen irgendwie eine bestimmte Energie auch aus, wenn dann klar ist, dass sie das Sterben für sich auch annehmen. Und als, wenn wir bei dem Punkt sind, was ist wesentlich, vielleicht tatsächlich auch sowas wie Dasein bis zum Schluss, bis zum Ende begleiten, auch unter Umständen ohne Worte, also nonverbale Kommunikation. Und ein wichtiger Punkt, der im Prinzip generell zutrifft, ist um Ambivalenz, Wissen und Aushalten. Das ist so ein bisschen wie, dass Menschen sagen, ich weiß, dass ich sterbe und trotzdem plötzlich wieder sagen, ich will mir noch mal ein Haus kaufen oder ich will noch mal verreisen. Und dann könnte man denken, ja, was denn nun? Du hast doch gesagt, du weißt, dass du stirbst. Und es gibt wie sowas, man sagt, es ist auch eine gesunde Abwehrmechanismus, dass ich nicht die ganze Zeit präsent haben muss, dass ich sterbe, sondern dass ich mir durchaus Pausen gönnen kann vom Bewusstsein, dass ich sterbe. Also so wie wir auch nicht die ganze Zeit daran denken, dass wir sterben, halten das sterbende Menschen auch nicht aus. Und ich finde nochmal ganz wichtig, die sterbenden Menschen, also die sind ja im Prinzip wie wir. Also es ist so, ich habe den Eindruck, die sind irgendwie in ihrem Geist auch jung geblieben. Die sind immer noch sie selbst und die Frage ist, ab wann definiere ich jemanden als sterbend und was macht das überhaupt aus, dass jemand sterbend ist? Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt auch zu sehen, solange wir die Menschen noch leben, geht es eher darum, mit dem Leben und dem Lebendigen in ihnen in Kontakt zu kommen. Ja, das ist vielleicht auch was, was es immer wieder gilt, in Kontakt kommen mit dem, was noch geht. Und eben auch das durchaus zulassen, dass sie nicht mehr, also das eine Zeit lang nicht mehr akzeptieren, dass sie sterben, sondern wieder in einer anderen Phase sind, zum Beispiel von Verhandeln. Ja, was ist wesentlich? Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Was könnte wesentlich sein in der Begleitung? Die sind so ein bisschen auf die verschiedenen Punkte. Man sagt, dass es so vier, also dieses Total Pain Konzept von Cicely Saunders, das bezieht sich auf die Ganzheitlichkeit. Vielleicht gehe ich doch noch mal eben eine Folie weiter hierhin, um das nochmal klar zu machen. Sie sagt im Prinzip, und das finde ich auch nochmal wichtig, dass praktisch nicht nur der Körper stirbt, sondern oder nicht nur der Körper Schmerzen hat, sondern dass es letztlich
um so eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit oder dem Sterben geht auf den vier Ebenen. Also einmal auf dem Körper, ne, das, was uns ausmacht, körperlich, dann auf die Psyche, psychisch, auch auf die Familie, auf das Familiensystem. Da finde ich immer das Bild ganz sinnvoll oder ganz schön von so ein Mobile. Wenn ich so ein Mobile sehe und da kommt Wind rein, dann geht es ja also sehr in Bewegung. Und die Idee ist praktisch da drin auch schon zu sehen, okay, so ist das mit einem Familiensystem, wenn jemand stirbt, da kommt alles in Bewegung. Teilweise also nicht nur Wind, sondern vielleicht auch Sturm innerhalb dieses Mobiles. Und das ist sozusagen das ganze Familiensystem oder der ganze Freundeskreis oder die Zugehörigen sind betroffen von diesem Sterben. Und diese andere Komponente oder Dimension oder Ebene ist die spirituelle. Also auch so die Frage, was hat mein Leben für einen Sinn gehabt? Wo könnte es noch hingehen? Und im Prinzip geht es jetzt letztlich darum zu gucken, dass wir was finden, was ist wesentlich, auch zu gucken in den einzelnen, also was könnte spirituell wichtig sein, was könnte körperlich wichtig sein, was könnte psychisch wichtig sein oder sozial. Und also darauf gibt es in der Regel keine so ganz eindeutige Antwort. Ich habe hier eben ein paar Sachen aufgeschrieben, aber das ist natürlich immer abhängig von dem Menschen und was den Menschen ausmacht. Ne? Also ich denke, dieses Dasein, das Bedürfnis, dass jemand da ist, das haben viele, dass jemand zuhört. Wir hatten eben schon das Thema Mundpflege, was wichtig ist. Auch, dass Menschen am Lebensende vielleicht nochmal ein bisschen umgelagert werden. Ich kann sowas die Füße halten, den Kopf halten, dass ich Menschen nah bin, also auch zum Beispiel körperlich nah. Und ein Punkt, das habe ich oft gehört, dass Menschen sagen, ich brauche irgendwie Ruhe. Wenn jemand unruhig ist, dann überträgt sich das sozusagen auch auf die sterbenden Menschen. Kann auch jemand massieren, sodass die Person sich entspannt, dieses Beraten aufklären. Deshalb hatte ich eben diese Phasen auch nochmal gesagt, sich einfühlen in Menschen, aber auch eher sowas Zweckloses, sowas wie Spielen, also was jetzt keinen besonderen Anspruch hat an Wichtigkeit, sondern eher das Gegenteil, mal Pause machen von dem Wichtigen und einfach mal nur sein, ohne dass ich mir Sorgen mache. Auch sowas wie Feste feiern, Geburtstage oder nochmal wie so ein Ehrenfest oder nochmal ein Fest zum Abschied des Lebens machen. Ambivalenz hatten wir schon, sich verbunden fühlen, Hoffnung, Transzendenz, ja. Und ich hol uns mal zurück. Guck nochmal weiter, gibt es vielleicht, meine Frage, gibt es bis hierhin erstmal Fragen zu dem, was ich gesagt habe? Sonst, oder ja, gerne. Gut, also ich denke, alle, die Menschen schon begleitet haben, vielleicht kann ich mal so ein kurzes Stimmungsbild haben, wenn ihr bereit seid. Wer hat denn schon mal von euch Menschen im Sterben begleitet? Okay, ich setze mal meine Brille auf. Also fast alle oder viele. Ja, okay. Aha. Ja, das heißt, ich gehe davon aus, dass ihr so die Sachen, die ich eben erzählt habe, in irgendeiner Form auch selber schon erlebt habt oder gesehen habt. Ja. Ja, das war das zu den Folien. Ansonsten nochmal die Frage, also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich es tatsächlich wichtig finde, dass wir gucken, was ist das für eine Person, was hat die für eine Biografie, was macht die Person aus und auch das Sterben nicht nur als, also als etwas Schreckliches zu sehen, sondern irgendwie auch tatsächlich als einen Prozess zu sehen. Und ganz bekannt ist ja dieses Gedicht von dem von Hermann Hesse, Stufen. Ich habe jetzt nur die letzten vier Zeilen nochmal rausgesucht, weil das so deutlich macht, dass da tatsächlich auch nochmal was passieren
kann. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Also der Tod kriegt manchmal sowas Abwertendes oder sowas, wenn ich so krank wäre, dann würde ich mich aber selber umbringen. Und mir geht es auch darum zu sagen, wenn ich mich darauf einlasse, dass selbst in den letzten Tagen oder Wochen und Stunden noch ein Prozess vonstatten geht und Menschen da sich tatsächlich noch mal ein Stück weit wandeln können. Also nicht, dass sie sich komplett verändern und andere Menschen werden, aber dass es so wie sowas wie Wandlung gibt und Wachstum gibt, auch in dem das nicht mehr viel möglich ist. Ja, bei der Frage, was ist wesentlich in der Begleitung von sterbenden Menschen, ist mir auch nochmal eingefallen, diese goldene Regel, also was du nicht willst, dass man dir tut, das tut auch niemand anders zu. Das ist, denke ich, so ein Grundsatz, dass wir sagen, wie ich will, dass mit mir umgegangen wird, ist ein ganz guter Pfad, wie ich mit anderen umgehe. Und der Punkt ist, glaube ich, also so, ich glaube, als generelle Richtlinie finde ich diese goldene Regel ganz gut. Aber natürlich muss man irgendwann abstrahieren von, vielleicht tut trotzdem der anderen Person etwas gut, was mir zum Beispiel nicht gut tun würde, weil ich ein anderer Typ bin. Also zum Beispiel würde man mich nicht mit Schokolade glücklich machen, wo andere vielleicht sagen, wow, das ist es. Also deshalb sage ich, das ist so ein Stück weit auch Biografiearbeit zu gucken, was macht die Person aus und was könnte hilfreich sein. Und dann doch von mir abzusehen und zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal nach der Person, ich gucke jetzt mal genauer hin, was sie wirklich ausmacht und was sie sich wünscht. Ja, Wilfried hatte beim letzten Mal, fand ich, auch von einem Grabstein zitiert, den fand ich nochmal ganz schön, so wie ihr seid, war ich und so wie ich bin, werdet ihr sein. Also da ist so ein bisschen dieses drin, auch wenn du es nicht glauben kannst und dir noch nicht vorstellen kannst, ich bin da schon und ich winke sozusagen schon mal von der anderen Seite und sage, ich bin schon mal vorgekommen und vorgegangen, ihr folgt mir. Ja, genau, das mit der Lebenssituation habe ich schon gesagt, dass ich das wichtig finde, tatsächlich nochmal zu gucken, was die Menschen brauchen und auch wie offen zu sein für dieses Wunder von Mensch, also wie sich immer wieder vor Augen zu führen, dass alle Menschen ein Wunder sind und das Wunder im Gegenüber irgendwie entdecken zu wollen und auch mit dem Wunder, mit dem Mensch gegenüber irgendwie nochmal einzutauchen in ihre Welt und in ihr Leben. Und ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, dass wir uns sozusagen befreien von diesen Rollen, die wir haben. Also ich bin die, die noch lebt und die auch weiterlebt und die gesund ist. Und deshalb bin ich auch stärker und kann mehr als du, sterbende Person. Und ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir versuchen, also deshalb finde ich es auch so wichtig, immer wieder uns zu vergegenwärtigen, dass wir sterben, weil das ist sozusagen das, worüber Begegnung stattfinden kann, von ich weiß, dass ich sterbe, ich bin auch sterbend und du bist auch sterbend. Und nicht, ich bin gesund und lebe und du stirbst, sondern tatsächlich zu gucken, wie kann ich mich auf die Person einlassen und wie kann ich mich ein Stück von diesen Rollen verabschieden. Und ich hatte, als ich relativ jung war, noch als Krankenschwester in der Hauskrankenpflege gearbeitet und habe bei einer Patientin oder bei einem Menschen, einer sterbenden Menschen am Bett gesessen, bei einer Frau. Und
sie hat aus ihrem Leben erzählt und das, was sie erzählt hat und wie sie es erzählt hat, hat mich das sehr gerührt. Und ich habe so gemerkt, dass mir die Tränen hochkommen und habe dann gedacht, nee, ich bin hier die, die helfen soll und ich kann auf keinen Fall jetzt weinen. Und habe aber irgendwie den Punkt verpasst, den gibt es ja manchmal, wo ich merke, die Tränen kommen hoch und dann kann ich die aber noch wie runterschlucken oder irgendwie können die sich nochmal auflösen. Aber ab einem bestimmten Punkt habe ich den Eindruck, da bin ich mir und meinen Tränen ausgeliefert. Und das war so ein Moment, und ich immer wieder gezweifelt habe, dass das nicht gut sein kann, wenn ich bei ihr am Bett sitze und weine. Und so war es dann. Ich habe mich nicht mehr anders eingekriegt. Und im Nachhinein hat sich das irgendwie auch ein Stück weit als Segen für uns beide gezeigt. Sie hat nämlich mir eine sehr schöne Rückmeldung gegeben, die mich durch meine weitere Arbeit getragen hat. Sie hat gesagt, endlich mal ein Mensch an meinem Bett. Und das hat mich natürlich entlastet, dass ich letztlich sogar noch ihr etwas geben konnte, indem ich meine Gefühle gezeigt habe. Und mir ist auch noch mal bewusst geworden, wie offensichtlich die professionell sind in der Begleitung von sterbenden Menschen. Und dann würde ich mir wünschen, dass es auch sowas gibt von, ich muss nicht professionell sein, beziehungsweise ich glaube, so eine Mischung ist gut von, ich bin professionell, ich weiß, was ich machen muss in bestimmten Fällen, ich bin aber gleichzeitig oder auch nicht nur Krankenschwester, sondern auch noch Lydia zum Beispiel. Ja, also das vielleicht nochmal eine Ermutigung oder eine Ermunterung, wenn ihr bei sterbenden Menschen seid, durchaus auch die Gefühle, die da sind, rauszulassen und eher da drin eine Verbindung zu sehen als etwas Trennendes oder eher darin auch zu sehen, dass es etwas ist, was diese Rollen auch nimmt von ich bin die Starke und du bist die Schwache. Ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, was ein wichtiger Punkt auch ist, ist tatsächlich, die Menschen aus der Perspektive anzusehen von, sie leben noch und sie sind noch lebendig und sie sind noch nicht tot. Das heißt, ich versuche den Fokus eher auf was zu lenken, was jetzt ist, nämlich jetzt leben sie noch. Und nicht schon ein Stück voraus zu sein in diesem, aber irgendwann ist sie tot. Das merken die Menschen. Also die haben ein sehr feines Gefühl dafür, ob sie immer noch als lebend oder sterbend betrachtet werden. Und die Idee ist tatsächlich, das Lebende oder auch das, was gelungen ist, anzusprechen mit den Menschen und auch durchaus danach zu fragen. Also im Sinne von, was gab es Gelungenes, womit bist du zufrieden, wo warst du gerne im Urlaub? Also einfach weg von diesem Mangel und von dem, was nicht geht, sondern eher zu sagen, ich sehe noch das Leben und das Lebendige in dir. Und das ist das, was im Prinzip alle Menschen sagen. Die fühlen sich immer noch als ganz normale Menschen. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir denken immer, dass wenn jemand stirbt, ist es wie, da wird so ein Schalter umgelegt und dann stirbt die Person und jetzt ist es sterbend. Aber das ist alles, geht alles so ineinander über, dass ja manche Menschen bis zum Schluss das schwer haben, das zu realisieren, dass sie sterben, weil sie sich immer noch so wie normal lebend anfühlt. Ein anderer Punkt aus meiner eigenen Geschichte ist, dass ich 2016 einen Motorradunfall hatte und also wenig konnte, eigentlich hauptsächlich auf dem Sofa lag und aus dem Fenster immerhin geguckt habe und den Kater, der bei mir lag. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, ich liege hier rum und ich vergeude mein Leben.
Ich fühlte mich irgendwie so nutzlos und hatte den Eindruck, ich kann überhaupt nichts dazu beitragen und habe für mich in dem Moment auch keinen Sinn im Leben gesehen. Damit war ich wirklich ein paar Wochen beschäftigt mit diesem, jetzt liege ich hier rum und vergeude meine Zeit. Und irgendwann gab es in einem Gespräch auch mit einer Freundin so eine Situation, dass sie sagte, Mensch, also wer weiß, ob noch mal eine Zeit in deinem Leben kommt, wo du nicht arbeiten musst. Und dann habe ich auch so gedacht, ja, es ist ja irgendwie auch echt schön. Es hat ja auch was. Es ist nicht schön, dass ich den Unfall hatte. Es ist auch nicht schön, dass ich mich so fühle. Es hat aber trotzdem sowas, dass ich dazu gekommen bin, dass ich dachte, jetzt habe ich Zeit, mein Leben zu vergolden. Und das war sozusagen dieser Schritt von, ich hatte nicht mehr den Eindruck, ich vergolde mein Leben, sondern ich hatte den Eindruck, ich vergolde mein Leben. Und das Besondere darin war im Prinzip, dass ich den Eindruck hatte, es war nichts anders. Ich konnte nicht besser laufen, ich konnte nicht verreisen oder plötzlich aufstehen und zur Toilette gehen. Also es hat sich überhaupt nichts verändert im Außen. Es war alles wie vorher und trotzdem hatte ich den Eindruck, in dem Moment, wo ich diese Zeit für mich als vergolden gesehen habe, fühlte ich mich ganz anders. Mit mir, mit der Welt, in der Welt, hatte ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, dass sowas also damals für mich auch heilsam war, dass ich weggekommen bin von dem Vergolden. Und das hat irgendwie, dieses Vergolden hat ganz viele Dinge in Gang gesetzt. Unter anderem, dass ich die Farbe Gelb und Gold mag. Und also es gibt so, Freundinnen haben mir dann irgendwie alles plötzlich in Gelb geschenkt. Einfach nur, das ist irgendwie was, was mich immer wieder, also was wie immer wieder so eine Entsprechung in mir findet von, ich will mein Leben vergolden und ich will mein Leben leben und ich will mein Leben genießen und irgendwie, ja, leben. Und in diesem Vergeuden und Vergolden habe ich sozusagen für mich innerlich diesen Shift mitgemacht, okay, ich vergolde mein Leben und ich hatte den Eindruck, dass aber die Umwelt gar nicht nachzieht. Die hat mich immer noch als Patientin gesehen, als man muss an meinem Mangel und an meinem Defizit arbeiten. Also wenn ich zur Physiotherapie gegangen bin, war ganz klar, man arbeitet immer mit diesem Knie und mit dem Bein, was nicht funktionierte. Oder als ich zur Ergotherapie gegangen bin, gab es also immer wieder der Fokus auf dieses, was nicht funktioniert hat. Und ich bin irgendwann da, also irgendwann habe ich gemerkt, dass das wie abgefärbt hat auf mich, dass ich richtig Mühe hatte, in mir noch diesen gesunden ganzen Anteil weiterhin zu sehen, weil der woanders so wenig Bestätigung fand. Insofern wäre das vielleicht, wenn es darum geht, was ist wesentlich in der Begleitung von Sterbenden, tatsächlich zu gucken, was macht die Menschen aus und was können die Menschen noch und eher das immer wieder bestätigen, also ressourcenorientiert gucken, könnte man sagen. Also was funktioniert, was machen die Menschen gerne und was können sie noch, obwohl sie vielleicht ganz viel nicht mehr können. Aber sich eben nicht vorwiegend darauf zu konzentrieren, was sie nicht mehr können, sondern eher wie in Resonanz und in Schwingung zu gehen mit dem, was sie noch können und was sie, also wo sie auch noch ganz sind und wo sie auch ähnlich sind. Es war ein ganz schönes Bild. Ich habe mein Abitur damals nachgemacht auf der Abendschule und habe mein Geld währenddessen verdient in der Hauskrankenpflege. Damals gab es noch ganz viele AIDS-Patienten, die gestorben sind. Und da wurde auch noch Geld dafür bezahlt, dass jemand bei ihnen am Bett sitzt und Sitzwachen macht. Und das war so meine Geldquelle auch, neben dem, dass ich es auch gerne gemacht habe. Und ich hatte einen Menschen, der im Sterbeprozess lag, der Russisch studiert hatte. Und ich habe in meinem Abitur Russisch gehabt und ich habe gewusst eigentlich, ich schaffe das nie im Leben. Also dazu habe ich viel zu wenig aufgepasst. Und dann hat er, also wir beide haben zusammen in den Nachtsitzwachen haben wir zusammen Russisch gelernt.
Und letztlich würde ich sagen, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, hätte ich mein Abitur in der zweiten Fremdsprache nicht geschafft. Und ich glaube, das war für ihn auch sowas, wo er sich noch gesehen fühlte, gebraucht fühlte, anerkannt fühlte. Also da wusste er was, da konnte er was. Und auch in diesem total schwer krank sein kann ich noch Dinge weitergeben. Und es war für mich damals auch eine wichtige Erfahrung zu sehen oder mitzubekommen, dass sterbende Menschen, wenn sie angesprochen werden von ihrem Gegenüber auf diesen Dingen, die sie noch können und die sie noch, wozu sie noch gut in der Lage sind, dass das wie so eine Bestätigung gibt und dass es nochmal sowas gibt von Aufblühen. Ich erlebe das manchmal, wenn ich Hausbesuche gemacht habe, dann stand zum Beispiel, was weiß ich, ein Foto von einem Hund auf dem Nachttisch. Und dann habe ich so nach diesem Hund gefragt und dann tat sich wie so eine neue Welt auf. Also dieses Sterben rückte plötzlich in den Hintergrund und es war wie, die Augen fingen an zu leuchten und dann kam dieser Hund und diese Beziehung und die Verbindung zu dem Hund kam wieder. Das heißt, es geht darum, immer wieder was zu finden im Gegenüber, was wie, also was für leuchtende Augen bringt, wo ich wirklich den Eindruck habe, da erreiche ich die Person oder da treffe ich die Person oder da gibt es wie so einen Kontakt zu der Person. Also wie so eine Verbindung, wo ich wirklich den Eindruck habe, da schwinge ich miteinander. Ich habe das auch mal erlebt, dass ich einen Hausbesuch gemacht habe bei jemandem und wie so beraten habe, was es so für Wege gibt, wie das Netzwerk ist, dass es Palliativärzte gibt, die sich darauf spezialisiert haben, dass es Pflegedienste gibt, die sich spezialisiert haben, dass es ambulante Hospizdienste gibt, die eher die psychosoziale Begleitung abdecken. Und hatte so den Eindruck, ich bin eigentlich fertig mit meinen Erzählungen und hatte trotzdem das Gefühl, irgendwie hat es nicht Klick gemacht zwischen uns. Es war immer so eine, da war nichts falsch dran, aber ich hatte den Eindruck, es ist noch nicht, da hat sozusagen diese Begegnung von Mensch zu Mensch oder das von heilem Kern zu heilem Kern oder vom Wesentlichen zum Wesentlichen noch nicht stattgefunden. Und irgendwann, so halb im Gehen, habe ich zu ihm gesagt, wo kommen Sie denn eigentlich her? Und das war praktisch die Frage, die bei ihm so die Türen geöffnet hat. Und dann haben wir nochmal 10 Minuten darüber gesprochen und da kam seine Biografie, seine Geschichte und das alles bekam praktisch nochmal Raum. Und ich hatte den Eindruck, ja, das war sozusagen das, was es noch brauchte. Und das ist halt immer unterschiedlich. Ich kann ja nicht sagen, ich frage jetzt immer, wo kommen Sie her und das ist der Schlüssel, sondern irgendwie war es der Zufall, beziehungsweise kann man sich von so Bildern auf dem Nachttisch vielleicht auch leiten lassen oder einfach irgendwas try and error, irgendwas ausprobieren und gucken, stimmt das jetzt? Ja. Das waren nochmal so ein paar Geschichten, die ich praktisch auch erlebt habe. Also neben dem natürlich, dass die Menschen natürlich aus mehr bestehen als dass sie sterben und dass ich versuche, das, was in ihnen noch heil und ganz ist, anzusprechen, gibt es auch sowas von die Menschen praktisch, manche haben Schwierigkeiten, sich mitzuteilen und dann ist es manchmal sinnvoll, wenn es wie von außen eine Person gibt, die ihnen bewusst macht, wie sie sich vielleicht fühlen. Im Sinne von, wenn jemand depressiv oder so eingesackt da sitzt, dass ich vielleicht fragen kann, du siehst so aus, als würdest du ziemlich durchhängen. Und dann kann die Person sagen, ja, nee, das ist es nicht. Ich habe gerade Zahnschmerzen und deshalb halte ich mich. Oder es könnte auch sowas sein, ja, genau. Und im Prinzip ist das so ein bisschen auch die Aufgabe, zwischen den Zeilen lesen zu können und zu gucken, was geht in dem anderen Menschen vor? Ich versuche, dem wie auf die Spur zu kommen und möglicherweise das sogar zu benennen oder zu spiegeln im Sinne von
auch zu bestätigen, ich sehe dich und ich sehe deine Not oder dein Leid, ich sehe das, was dich ausmacht. Und man sagt, das ist jetzt, habt ihr vielleicht alle auch schon erlebt, letztlich geht es hier darum auch, dass die Menschen sich besser lieber selber klar werden, als dass ihnen andere Menschen sagen, wie es geht. Und selber werde ich mir klar in Gesprächen, wenn ich die Möglichkeit habe, zu sagen, was mich beschäftigt, wenn ich jemanden habe, der mir zuhört und vielleicht mit mir wie in die Tiefe taucht und mich vielleicht sogar auffordert, das mal zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Und die Idee ist, dass ich, wenn ich da richtig reingehe und wenn ich in der Lage war, da wirklich hinzugucken und das zu sehen, dass es dadurch, dass es gesehen wurde und bestätigt wurde, sich auch ein Stück weit auflösen kann. Wir denken ja oft, dass, wir wollen das so beiseite schieben und wir wollen das nicht haben und wir wollen nicht drüber reden. Und dann ist es wie, es zeigt sich umso mehr. Und insofern kann es ganz gut sein, tatsächlich ruhig auch nachzufragen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn wir nicht das Richtige getroffen haben, weil die Menschen sagen uns dann einfach, nee, das ist es nicht, sondern es ist das und das. Also letztlich geht es darum, in Kontakt zu kommen und in Verbindung zu kommen. Vielleicht noch zu diesem in Kontakt kommen oder in Verbindung kommen. Es muss auch nicht immer vermeintlich Sinn ergeben. Ich hatte ich war unter anderem in Indien im Hospiz gewesen und habe da eine Zeit lang ehrenamtlich gearbeitet und habe mich an ein Bett gesetzt von einer Frau, die heißt, achso, das sage ich erstmal noch nicht, wie sie heißt, jedenfalls eine Frau, zu der ich mich ans Bett gesetzt habe. Und sie konnte kaum Englisch, ich konnte ein bisschen Englisch und dann haben wir versucht, uns irgendwie so mit Händen und Füßen zu verständigen. Sie fragte dann, wo ich herkomme, habe ich gesagt, aus Deutschland und so, ja, mit dem Flugzeug gekommen. Und dann fragte sie, what's your name? Und dann habe ich gesagt, Lydia. Und sie sagte, sweet Lydia. Und dann habe ich gefragt, what's your name? Und sie sagte, Sita. Da habe ich gesagt, sweet Sita. Und im Prinzip ging die Kommunikation ging einfach so mit nichts weiter, als dass wir uns so beim Namen genannt haben, Sweet Lydia, Sweet Sita, Sweet Lydia, Sweet Sita. Also es ist sozusagen was, was mich heute noch berührt. Ich habe da gar nicht so lange gesessen. Es war also jetzt gar nicht, dass man sagt, da ist irgendwas Besonderes vorgefallen. Aber das Besondere, was da vorgefallen ist, eben doch, dass wir uns in unserer Einzigartigkeit auch gesehen haben und gewürdigt haben. Also sie sagte, Sweet Lydia und Sweet Sita, das ist ja schon was wie, man kann sagen, das ist so dahingesagt, vielleicht konnte sie auch nur dieses eine Wort, aber letztlich hatte es schon so was wie, was ich auch einen wesentlichen Punkt sehe, so was von der liebende Blick. Also ich sehe tatsächlich, dass das Ganze in dir oder ich kann dich mit meinem liebenden Blick angucken und ich kann das Göttliche in dir sehen oder ich kann die Verbundenheit sehen. Und das war tatsächlich so eine Situation mit Sita, wo ich den Eindruck hatte, wir waren total im Gespräch miteinander, in einem uns angucken und was sagen Gespräch.